Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch bei Sam, mein Gast heute. Er ist Gesundheitslehrer, er ist Aufklärer, aber er ist vor allem eins. Er ist Mensch. Herzlich willkommen, Reik Gawe. Vielen Dank für die Einladung. Ja, lieber Reik, du bist ja als Bewusstseinsforscher und als Mann der Tat in den schweren C-Zeiten unterwegs gewesen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, zumindest telefonisch, und hatten auch schon mal das ein oder andere im Visier, dass wir uns austauschen. Endlich ist es soweit. Ich freue mich sehr. Ich möchte nämlich heute eintauchen mit dir tatsächlich mal in das Sein des Menschen, Reik Gawe. Du bist ja auf vielen Plattformen zu finden und gibst dein Wissen. Und heute möchte ich mal ein bisschen bohren, wer ist denn der Reik Gawe so? Was macht dich aus und warum hast du dich hier so auf den Weg gemacht? Ja, gerne, können wir machen. Berichte doch gleich erstmal, du bist Vater, soweit ich das recherchieren konnte. Ist das Stein des Anstoßes gewesen, warum du dich in dieser C-Zeit dann ja auch gezeigt hast und dich derart auf den Weg gemacht hast, wie du es getan hast? Nee, würde ich so nicht sagen. Also ich bin von Natur aus schon sehr lange sehr neugierig unterwegs, also schon mindestens seit 1997. Und ich würde sagen, das sind immer so Etappen gewesen, in denen ich mich bewegt habe. Damals ging es mir vor allen Dingen um das Thema Gesundheit und Langlebigkeit. Das war so, Auslöser war so, in den Sommerferien habe ich so ein Buch gelesen zum Thema die Methusalem-Formel. Und das war für mich, das hat mich fasziniert. Und dann habe ich halt auch nach der Schulzeit Medizin studiert, weil ich dachte, jetzt lernst du was über Gesundheit, Langlebigkeit und so weiter. Und war nicht so. Ich habe zwar abgeschlossen, das Studium, und habe danach im Grunde für mich nochmal Medizin oder, ja, kann man gar nicht Medizin nennen, das ist eher so ein erweitertes Studium gewesen, aller wesentlichen Aspekte. Und ich will mal so sagen, deswegen, wenn ich das zurückblickend betrachte, ich wurde quasi durch verschiedene Stufen geführt, könnte man sagen. Also rückblickend ist es ein roter Faden. Und ich sage mal, das Papa-Sein ist jetzt sozusagen die letzten 7 Jahre ein Thema geworden. Aber ich kann nicht sagen, dass das der Auslöser war, sondern ich war davor auch schon in vielen Bereichen unterwegs. Es hat einfach nur, ich sage mal, den Themenschwerpunkt verlagert. Aber wiederum auch nicht, weil im Kern ging es immer um den Menschen. Also mich hat von Anfang an der Mensch, das Leben interessiert. Und so habe ich relativ systematisch eigentlich viele Bereiche für mich ergründet, ausprobiert, erforscht, tolle Begegnungen gehabt und so weiter. Und so konnte ich für mich auch viele Fragen, die ich immer an mir hatte, beantworten. Ich würde eher so sagen, dass sich das Ganze eher verfeinert hat, als dass es jetzt der Auslöser war. Ja, und die C-Zeit hat mir nochmal gezeigt, wie wir Menschen tatsächlich in Krisenzeiten, sage ich mal, in so einer Art Massenpsychose uns befinden. Oder es hat zumindest sehr viel sichtbar gemacht, was vorher nicht sichtbar war am Verhalten. Ja. Und das hat mir also auch nochmal ganz klar gezeigt, wie wichtig es ist, das Innenleben zu erforschen. Ich habe da davor viel die Außenwelt erforscht, Geschichte, die tieferen Hintergründe des aktuellen Weltgeschehens. Aber du kommst nicht drum rum, auch die andere Kehrseite der Medaille dir anzuschauen, nämlich dein Innenleben. Und dann kommst du halt in ganz andere Bereiche. Und ja, das ist so, sage ich mal, in kurzer Form das, was ich mache und immer noch tue. Weil ich merke, das Leben ist so komplex und vielseitig und vielschichtig, dass es da, glaube ich, kein einzelnes Menschenleben ausreicht, um das überhaupt vielleicht auch nur oberflächlich wirklich zu ergründen, geschweige denn noch in die Tiefe zu tauchen. Es ist einfach, naja, wie soll ich sagen, ich liebe das Leben und dadurch gibt es für mich eigentlich immer wieder Neues zu entdecken. Jeden Tag. Das Bewusstsein spielt ja eine ganz, ganz wichtige Rolle, eben auch in deinem Leben, auch als Forscher. Gab es da eine Initialzündung irgendwann mal oder vielleicht sogar eine Erscheinung oder eine Verbindung, dass ein Mentor auf dich zugekommen ist oder dass du vielleicht sogar Kontakte hattest, energetische, die vielleicht nicht von dieser Welt waren, sodass sie dich geführt haben auf den Weg? Oder ist das aus heutiger Sicht von dir alles aus dir selbst heraus entstanden? Sowohl als auch. Also ich hatte schon als Kind ein sehr großes Interesse an Raumfahrt, Astronomie, also so eine Sehnsucht nach den Sternen. Mhm. Und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Ich konnte es mir nicht erklären. Es war so ein Gefühl. Und ich merke, nachträglich wurde ich so stückweise an die Sache rangeführt und hatte dann, sei es durch Recherche, aber eben auch durch Begegnungen, tatsächlich eine Bestätigung bekommen von diesem
das Gefühl, dass hier irgendetwas anders ist, als es uns immer verkauft wird. Ich hatte noch, das weiß ich zum Beispiel, Ende meines Studiums, als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, hatte ich eine sehr interessante Begegnung mit einem ehemaligen Geschichtsprofessor. Der war Teilnehmer am Zweiten Weltkrieg. Und ich habe ihn dann halt gefragt, weil ich dann dachte, oh, das ist interessant, ein lebender Zeitzeuge. Mich hat dieses Thema sehr interessiert, gerade Zweiter Weltkrieg und was da alles war. Und da habe ich halt die Gelegenheit genutzt, mich mit den Menschen, den Patienten zu unterhalten. Es waren eben sehr viele, eben die Kriegsgeneration waren, Erlebnisgeneration. Das war für mich die Gelegenheit. Und dieser Mann war aber außergewöhnlich, weil er, wie soll man das sagen, ich bin mit ihm relativ schnell ins Gespräch gekommen und habe ihn dann gefragt, was denn so, also ich habe gesehen, aha, der ist der und der Jahrgang, also ist er eben Teilnehmer gewesen und dann sind wir auf das Thema ganz schnell gekommen. Er hat mir dann auch sehr schnell erzählt, dass er eben in der Kriegsgefangenschaft war und dass er eben an der Ostfront gekämpft hat und so weiter. Und danach ist er eben Geschichtsprofessor geworden und habe ich ihn halt gefragt, was war denn sein Spezialgebiet? Dann guckt er mich so mit ganz verschmitzten Augen so an, so wie so ein Lausbub, kann man wirklich so sagen. Ja, und das war er auch irgendwie. Und sagte, ja, Hochtechnologie. Ja, sage ich so, was meinst du, oder was meinen Sie denn? Und dann hat er gesagt, ja, Flugscheibe, U-Boote und so weiter. Und dann dachte ich, oha, jetzt hast du einen Volltreffer gelandet. Ja, und dann hat er mir sehr vieles bestätigt, was ich da bis dato nur mal hier und da gehört oder gelesen hatte. Das war so aus erster, zweiter Hand. Und das war für mich sehr interessant. Und deswegen war ich dann sehr häufig bei ihm im Patientenzimmer und habe ich mit ihm ausgiebig wirklich über viele Themen unterhalten, wo ich Fragen hatte. Und ich sag mal so, das war eine wesentliche Begegnung, aber ich hatte dann noch viele weitere. Und so ist das immer wieder so, man könnte sagen, der Impuls vom Innen war da und der hat sich dann irgendwann auch im Außen durch Begegnungen, durch Quellen, die ihm dann zugänglich wurden, immer wieder bestätigt. Ich hatte zum Beispiel auch Ende des Studiums die Möglichkeit, an einem Buchprojekt mitzuwirken von einem Autor, der aber schon verstorben war. Der hieß Lothar Göring. Und das war auch ein Eingeweihter in das Vermächtnis der Templer, beziehungsweise in das Vermächtnis von Atlantis. Der hatte nämlich in den 1960er Jahren schriftliche Unterlagen bekommen. Und ja, wie das Leben so spielt, deswegen, ich staune dann immer, wie sich das alles so fügt, hatte ich dann Zugang oder Kontakt zu der Familie bekommen. Also wie hat der Lothar Göring selber war schon 1998 verstorben. Aber es gab quasi noch so eine Art Vermächtnis. Und aus dieser Begegnung mit der Familie hat sich dann eine Freundschaft entwickelt und daraus hat sich die Möglichkeit ergeben, an einem Buchprojekt mitzuwirken. Das heißt, ein Buch, was er schon veröffentlicht hatte in der Kleinstauflage Ende der 90er oder Anfang der 90er Jahre, haben wir dann nochmal komplett überarbeitet. Und ich hatte einen medizinischen Hintergrund, das heißt, ich konnte auch vieles, was das ein medizinisches Thema war, konnte ich sozusagen dann beurteilen. Und ich war erschrocken, als ich das Rohmanuskript gelesen habe, was ich alles nicht gelernt hatte. Weil du musst dir vorstellen, ich war gerade mit dem Studium zu Ende, also wirklich komplett durch, Staatsexamen hinter mir. Und dann gleich im Grunde im Anschluss kam dieses Buchprojekt hinein. Und dann hatte ich erstmal ein halbes Jahr wirklich Zeit, mich mal mit Themen zu beschäftigen, die wirklich den klassischen Rahmen gesprengt haben. Da ging es dann also eben nicht nur um, ich sag mal, die Hintergründe in diesem Fall jetzt von Krebs, sondern es ging auch um das Thema Seele, es ging um das Thema Atlantis. So, und da habe ich halt gemerkt, okay, es ist wirklich viel mehr hier los. Und das war das, wo ich gemerkt habe, es hat in mir resoniert, nennen wir es mal so. Mhm. Also diese Worte Templer, Atlantis, das waren sehr starke Triggerwörter. Und offensichtlich habe ich damit auch irgendwas zu tun oder zu tun gehabt. Jedenfalls konnte ich mit diesen Dingen, das war für mich wie so ein, ich höre das und ich kann es sofort einordnen, ich verstehe es sofort. Es ist für mich nichts irgendwie, was ich anlernen muss, sondern es ist einfach da, es kommt sofort in mein Bewusstsein, dieses Verständnis darüber. Deswegen, ich konnte das so aufsaugen, ohne dass ich das jetzt als Schwierigkeit gesehen habe, im Vergleich zum Studium, wenn du irgendwas lernen sollst, was ja nicht irgendwie so, ich will nicht sagen, nicht wahr ist, aber wo du merkst, es ist ziemlich verkorkst und verdreht. Aber das hier, das war einfach nur so, ich lese das und ich konnte es sofort verstehen. Und das war für mich so wirklich ein großer Startschuss, sehr viel in diesen Bereich zu gehen, Geschichte, Mensch sein, Seele, Feinstofflichkeit, ja, und all diese Paraphysik, Parapsychologie, also alles, was man dann so sehen kann, weil ich dann so ein bisschen die Fährte aufgenommen hatte, weil ich hatte den Anspruch, ich wollte immer so ein großes Gesamtbild mir selbst erschließen, weil ich wusste, da gibt es etwas, da gibt es ein großes Gesamtbild, dass man auch, wenn man das einmal verstanden hat, dann versteht man tatsächlich sowas, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und da hatte ich das Gefühl, ich bin hier auf der richtigen Spur. Und so habe ich mir selber in den Jahren dann, also über mehrere Jahre, dieses Wissen erarbeitet und es auch immer mit anderen Quellen verglichen und
ja, daraus hat sich dann für mich ein völlig anderes Weltbild ergeben, als das, was ich durch ein Studium oder durch die vorherige Schule oder so bekommen habe. Und da habe ich erst wirklich tief verstanden, also wirklich nicht nur gefühlt, sondern verstanden, dass wir wirklich in einer Art von Matrix uns befinden, in einem sehr beschränkten mentalen Käseglocke. Und dass es da so vieles da draußen gibt, was zigmal spannender ist als jeder Kinofilm. Das so sagen. Also die Realität, wenn man dann weiß, was es dann wirklich gibt, ist, ja, damit kann kein Kinofilm mehr mithalten, ja, wo man immer denkt, ja, spannend, und so, nee, braucht man nicht, das ist, die Realität ist viel spannender. Mhm. So, und das war so für mich der Weg, und ich habe dann gemerkt, wie es mir gut getan hat, wie es mir viele Fragen beantwortet hat, wie ich Ängste verloren habe, und dann habe ich angefangen, parallel in der Erwachsenenbildung zu arbeiten und habe das, was ich selber für mich verstanden hatte, dann auch weitergegeben, um einfach zu schauen, wie nehmen die Leute das an? Wie reagieren die darauf? Vielleicht hilft es ihnen ja auch, Ängste zu verlieren oder vielleicht einen völlig anderen Blickwinkel auf Dinge zu gewinnen, wo man vielleicht vorher gesagt hat, naja, das ist alles hoffnungslos. Und ja, und das war dann so für mich der Weg, wo ich gemerkt habe, ja, das ist offensichtlich das, warum ich hier bin. Klingt jetzt erstmal fast nach einem ganz harmonischen und geschmeidigen Durchmarsch. Aber wir alle wissen ja, dass dieses Zwiebelschichten schälen und eben sich in Prozesse begeben und bestimmte Themen anschauen und eröffnen, auch mit Schmerz verbunden ist, mit Mut an der Stelle auch durch bestimmte Tiefen zu gehen. Da würde ich gerne mal fragen, denn der Raik Garve, den ich so aus den Videos kenne, der ist immer besonnen, der ist ruhig, der strahlt dieses Wissen aus, aber auch du kriegst es ja nicht geschenkt, sondern darfst es dir in diesem Leben mit erarbeiten. Ja, vielleicht kannst du da mal ein paar Einblicke geben, sodass du nahbar und Mensch wirst, noch mehr damit, als du es ja wirklich bist. Also ich hatte, als ich im Studium war, irgendwann das Gefühl, ich bin hier falsch. Ich bin hier wirklich falsch. Ich bin nicht da, wo ich hingehöre. Jetzt nachträglich würde ich sagen, ich war meiner Zeit schon zu weit voraus. Und darunter habe ich auch eine Zeit, naja, ich will nicht sagen schwer gelitten, so, ich bin nicht so ein Typ, von dass ich da in solche tiefen Löcher reinfalle, aber ich hatte auch meine kleinen Krisen. Und ich war dann aber so motiviert, weil ich verstanden habe, da gibt es etwas, ich hatte ja sozusagen die Fährte schon aufgenommen. Und es ist genauso, wie du sagst, es sind so verschiedene Schichten, Zwiebelschalen, die man durchschreitet. Und ich würde das eher so als Weltbilderschütterung bezeichnen. Und als ich dann irgendwann verstanden habe, wie das große Gesamtbild ist, muss ich sagen, kam diese Ruhe. Kam diese, wie du es selbst beschreibst, es ist wirklich so, das ist nicht gespielt oder so, sondern es ist wirklich so, wenn du plötzlich dieses große Bild verstehst, dann kriegst du Vertrauen, Ruhe, Gelassenheit, Zuversicht, und dann guckst du dir deine Mitmenschen an und denkst nur, oh mein Gott. Also für mich kam dann so der Punkt, ach du Himmel, wenn die jetzt alle das wissen würden, wäre ja schön. Dann würden sie uns vielleicht auch besser gehen. Also ich habe dann immer mehr gemerkt, wie meine Empathie gestiegen ist. Also mein Mitgefühl für die anderen. Weil ich gesehen habe, erstmal, was es mir Gutes getan hat, dieses Verständnis zu bekommen. Ich nenne es immer, ich habe Herz und Hirn in Einklang gebracht. Also das Gefühl war da, aber der Verstand war sozusagen fehlprogrammiert. Und erst als der klar wurde, konnte er immer nur nach unten schauen und sagen, ja, scheiße, du hast recht gehabt. Und diese ständige Bestätigung hat mich eigentlich immer mehr motiviert, eher intuitiv weiterzugehen. Und das ist eigentlich eher stärker geworden, dieses Intuitive, dieses, nennen wir es mal, Vertrauen ins Leben. Und durch die Tätigkeit in der Erwachsenenbildung, ich habe ja viele Jahre Vorträge, Seminare gemacht, konnte ich halt sehen, erstmal, wo Menschen stehen mit ihrem Bewusstsein, mit ihrem Verständnis, was daraus für Probleme entstehen, Ängste, Sorgen, Nöte und was eine Weltbilderweiterung bewirkt. Ja, also wenn das, was ich dann gerne gebe, auch bewirkt hat. Da habe ich wirklich gemerkt, okay, es ist ein Riesenunterschied, ob man eine Perspektive hat oder nicht. Und mittlerweile verstehe ich auch, wenn ein Mensch in irgendeiner Situation im Leben ist, wo es sich gerade nicht schön anfühlt, ist so, wie es ist. Ist nicht, sag ich mal, ist jetzt nicht schlimm. Aber viel schlimmer wäre, wenn man keine Perspektive hat. Das heißt, es ist völlig egal, wo du stehst. Entscheidend ist immer nur, dass du eine Perspektive hast, auf die du dich ausrichten kannst. Und gerade in der C-Zeit habe ich das nochmal viel, viel tiefer verstanden, weil ich auch nicht gedacht hätte, dass Menschen sich so
irrational verhalten. Mhm. Also ich muss sagen, für mich war das eigentlich die intensivste Lehrzeit im Verständnis darüber, was wir Menschen eigentlich sind, muss ich ehrlich so sagen. Weil wann hat man schon mal so einen Ausnahmezustand, so eine Massenhysterie, ja, in der die Menschen wirklich Sachen tun, wo man nur noch denkt, ihr seid doch alle bekloppt. Ja. Wo man sich die Frage stellt, wie kann man mit logischem Menschenverstand jetzt so und so agieren oder eben so eine Hörigkeit auch an den Tag legen, wo es doch um Souveränität und Selbstverantwortung sich dreht. Ja, so, da sind wir uns absolut einig, keine Frage. Genau, ja. Und naja, und ich habe halt auch gemerkt, dass die Klarheit, die ich mir davor erarbeitet habe, seit ungefähr 15 Jahren davor, jetzt eigentlich, ich nenne es spirituelles Überlebenswissen ist. Also das ist das, was Menschen jetzt brauchen, um nicht durchzudrehen oder von der Brücke zu springen oder was weiß ich, Katastrophen im Privaten zu erleben, sondern plötzlich, also dieser Wandel, der im Inneren sich vollzieht, ist eigentlich das Wichtigere. Weil die Ereignisse im Außen, die sind so, wie sie sind, aber entscheidend ist, dass du, sag ich mal, dein eigener zentrierter Ruhepol bist oder bleibst. Und solange da, ich sag mal, dieses Fehlprogramm im Kopf unterwegs ist, das immer wieder angetriggert werden kann durch das, was im Außen ist, ist es schwierig. Und das heißt, die eigentliche Arbeit ist die innere Arbeit an dir selber. Und da wirst du quasi hingeprügelt jetzt durch die Lebensumstände, jeder. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir miteinander liebevoll umgehen, weil jeder hat jetzt wirklich sein Säckchen zu tragen. Also jeder hat irgendwie jetzt Last. Das kommt alles hoch. Also es ist im Grunde für mich, ich betrachte es mittlerweile als eine große karmische Reinigung, was hier abläuft. Ja. Weil das, was über viele Generationen angestaut wurde, war durch die Wohlstandssituation relativ gut kaschiert. Jetzt ist es so ein Massenphänomen geworden. Und jetzt zeigt sich wirklich, wer klar im Kopf ist, wer mental stark ist oder wer völlig an dem, was jetzt passiert, zerbricht. Ja, und ich habe immer wieder festgestellt, wenn dein Weltbild zu klein ist, und klein meine ich wirklich diese Käseglocke, und die Wände dieser Käseglocke, die sich dann in Ängsten zeigen. Also man könnte sagen, die Ängste, die viele jetzt durchleben, Zukunftsängste, Verarmungsängste, Mangelgefühle. Überhaupt ganz viel Mangel, genau. Das sind eigentlich nur die Grenzen des beschränkten Weltbildes, die wiederum dir aufzeigen, wo du eigentlich weitergehen musst. Mhm. Also durch diese Ängste. Und das Problem man ist, sagt wenn man ja, von diesen... Man sagt ja immer so schön, eine Abwendung ist eine unterbrochene Hinbewegung. Also wenn du ein Thema vor dir hast und sagst, oh nein, bitte nicht, dann ist es eigentlich die Einladung, mal einen Blick zu werfen und vielleicht durchzugehen. Ja. Ganz genau. Und das ist ja das Schöne, wenn man dann da durchgeht, stellt man plötzlich fest, die Ängste waren nur das hier. So, und dann plötzlich merkst du, okay, die Grenze hat sich verschoben und dein Weltbild ist größer und plötzlich relativiert sich vieles und du merkst, wow. Und das ist wirklich, ich sag mal, der Reifeprozess, der Wachstumsprozess, der stattfindet. Und der findet primär jetzt im Inneren statt. Und da gucken die meisten noch nicht hin, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn wir wirklich weiterkommen wollen, individuell, kollektiv, partnerschaftlich, familiär, dann geht es nicht anders. Man muss natürlich dabei aufpassen, dass man da nicht sich in so einen Strudel hineinbegibt. Man kann auch bei diesem ganzen, ich muss meine ganzen Blockaden auflösen, Thema natürlich auch hängen bleiben und dann sich nur noch mit dem Quatsch beschäftigen. Ja? Und das ist auch eine große Gefahr in dieser Esoterik-Szene, dass man dann nur noch irgendwie ganze Zeit in der Vergangenheit wühlt und auch meine vorherigen Leben und deswegen geht das alles so in den Bach runter, weil meine vorherigen Leben scheiße waren. Da sage ich, nee, bedenke, Energie folgt Aufmerksamkeit. Und wenn du immer nur auf deine Probleme Fokus richtest, dann machst du aus den Fliegen, machst du riesengroße Mücken und Elefanten und was weiß ich nicht alles. Und das ist auch so eine Kunst, dass man sich wirklich lernt, mental anders auszurichten. Mhm. Und sich immer wieder fragt, welchen Wolf möchte ich füttern? Ja. Das ist ja auch so das Tägliche. Was beschäftige ich mich? Ist das aufbauende Sachen oder ist es etwas, was eigentlich mich immer ohnmächtig zurücklässt? Und das ist jetzt wirklich eine Entscheidung, die wir alle treffen müssen. Ja, wo wollen wir hin und wie wollen wir es stattdessen haben? Und wenn man das erstmal erkannt hat, dass wir selber es die ganze Zeit machen, egal was es da für elitäre Gruppierungen gibt, spielt gar keine Rolle. Wenn wir wirklich erkennen, wer die Macht hat, und die meisten, naja, die sehen sich immer so ohnmächtig als Opfer ihrer Umstände. Und das ist halt sehr belastend. Und ich merke auch, wenn ein Mensch seinen Platz noch nicht gefunden hat, das kann ich wirklich sagen, weil ich sage jetzt mal, für mich, ich habe meinen Platz gefunden,
es ist ein Unterschied. Entweder stehst du sozusagen neben dir oder du bist angebunden und verwurzelt. Und das ist was völlig anderes. Dadurch hast du eine ganz andere Kraft, die dir zur Verfügung steht. Und ich kann nur sagen, ich wünsche jedem Menschen, dass er diesen Platz findet, seinen Platz. Ja, jeder hat ja seinen Plan dabei. Und wir kommen auch gesamtgesellschaftlich erst dann wirklich zu einem Durchbruch, wenn mehr Menschen ihrer Berufung, ihrer Bestimmung folgen, endlich mal nach diesem inneren Ruf auch gehen, also dem Ruf wirklich folgen und sich nicht mal von diesem ganzen Blabla im Außen ablenken lassen. Und das sind so die Dinge, die sehr zart sind, sehr leise sind, aber so wichtig und kraftvoll dann. Ich würde gerne nochmal zu dir zurückkommen. Jetzt waren wir gerade nochmal bei den Menschen im Außen. Du bist ja auch selber dann mit Themen beschäftigt. Du bist Familienvater. Du bist Mann und du hast gerade vor kurzem, habe ich gesehen, Videos gehabt mit dem werten Kollegen Felix von Frieden, der ganz tolle Gespräche mit dir führt. Da ging es einmal um die Rolle der Männer in der heutigen Zeit und damit ja auch um die Rolle als Vorbild des Mannes, gerade für einen Sohn, was ja aus der Familienkonstellation, das wissen wir ja, Familienstellen heißt es ja immer so schön, was für wichtige Energien da sind. Vielleicht magst du da noch mal eintauchen, auch mit dem Blick auf dich selbst. Also natürlich darfst du nur so viel oder gibst du so viel raus von dir, wie du magst. Ja. Aber als Mann und Vater selber hast du bestimmt deine Erfahrungen gemacht. Ja. Ich sag mal so, ich hatte den großen Vorteil, dass ich ein bestimmtes Wissen schon hatte, bevor ich Papa geworden bin, sodass ich dann einige Sachen, ich sag mal, anders machen konnte, als es vielleicht die meisten machen. Also ich habe für mich sehr schnell verstanden, dass Bindung ganz wichtig ist. Bindung heißt einfach Dasein. Und natürlich bedeutet das Verantwortung übernehmen, das ist ja, sag ich mal, klar. Aber wenn man sich jetzt überlegt, ich kann das immer nicht trennen von den Gesamtprozessen. Ich sehe das mittlerweile alles sehr ganzheitlich und sehe mich auch in diesem größeren Bild. Deswegen mache ich immer dieses Hin und Her. Ich habe lange darüber nachgedacht, was müssen wir tun, um wirklich eine positive Veränderung herbeizuführen. Und ich habe durch das eigene Papa-Sein habe ich verstanden, der Schlüssel sind die Kinder. Der Schlüssel waren und sind immer die Kinder. Warum? Weil die Kinder uns jedes Mal die Möglichkeit geben, es anders zu machen. Es sei denn, wir haben unsere Themen nicht aufgearbeitet und geben es unbewusst weiter. Das heißt, wir bringen durch, ich sag mal, eigene Geschichten, wir setzen das Trauma fort. Oder aber wir erkennen das und verstehen, und das ist wirklich, das sind so Prozesse, die muss jeder bei sich selber durchmachen. Es hat sehr viel mit Wahrnehmen zu tun und sehr viel mit Fühlen zu tun. Wo übe ich bereits Zwang und Gewalt aus und wo lasse ich den anderen, wie soll ich sagen, einen Raum, um sich zu entfalten? Und ich habe ja nun dadurch, dass ich viele Zeit auf Spielplätzen verbracht habe, und ich muss sagen, das ist für mich hochinteressant. Hoffentlich mitgeschaukelt. Alles, volle Programm. Aber ich habe auch viel beobachtet, wie andere Eltern mit ihren Kindern umgehen. Und da konnte ich einfach auch eine Menge lernen dabei, auch durch die Gespräche mit anderen Eltern. Und da habe ich wirklich verstanden, die Basis sind, sage ich mal, die ersten 7 Lebensjahre. Das ist die wichtigste Zeit, da wird das Basisprogramm geprägt. Und wenn man das, sage ich mal, dem Zufall überlässt oder vielleicht irgendwelchen Einrichtungen, dann darf man sich nicht wundern, wenn es dann irgendwann zum Bruch kommt. Das höre ich immer wieder. Auch gestern hatte ich erst ein Gespräch mit einer anderen Mama, Tochter ist 8. Und wie schwierig das dann manchmal ist, wo dann irgendwie an dem Kind rumgedoktert wird und irgendwas reininterpretiert wird. Und ich habe mir das so angehört und gesagt, nein, das Problem liegt eigentlich woanders. Es ist immer ein Bindungsthema, ein Bindungstrauma. Und wenn wir das verstanden haben, dann sortieren sich alle Prioritäten. Dann geht es nicht um Karriere, dann geht es darum, wie schaffe ich es, so viel Bindung, so viel Nähe in den ersten 7 Jahren aufzubauen, damit das Kind so satt ist, was das anbelangt. Und dann mit diesem Sättigungsgefühl wirklich sein Potenzial entfalten kann. Zumal ja auch Bindung, das habe ich auch gesehen, der Dünger ist, um die Reifung hervorzubringen. Diese ganzen Frühförderprogramme ist alles Blödsinn aus meiner Sicht. Das Einzige, was wir beachten müssen, ist, sei für die Kinder da. Bindung heißt Vertrauen. Vertrauen heißt sicherer Rahmen. Und lass die Pflanze Kind sich entfalten. Ganz einfach. Und dann wirst du dich wundern,
was die Kinder in jungen Jahren schon drauf haben, was die für Fragen stellen, was die für Dinge sehen und natürlich auch fragen. Und das ist interessant, weil ich gehe davon aus, die Kinder, die jetzt kommen, die bringen schon die Lösungen für viele Probleme, die wir erschaffen haben, mit. Die können aber nur dann wirklich hier uns helfen, diese Probleme zu lösen, wenn wir nicht, wie gesagt, sie durch unsere Unwissenheit und Unbewusstheit schon traumatisieren und es dadurch wieder verzögern. Weil die Chance ist jedes Mal gegeben. Und deswegen habe ich mir gesagt, weil ich das verstanden habe und auch das mit meinem Sohn sehe, es ist so wichtig, dass dieses Verständnis über Bindungswissen, und da hängt ja noch viel mehr dran, wirklich breit diskutiert wird. Weil wir haben heute wirklich ein Dilemma. Wir haben heute eine Art von Pädagogik, und das kannst du überall sehen, wenn du es einmal verstanden hast, die hauptsächlich auf Dressur ausgerichtet ist, Verhaltenssteuerung. Und dann gibt es eben die sogenannte Entwicklungssteuerung oder Entwicklung, nicht Steuerung, aber Entwicklungs- oder Bindungspsychologie, die einfach sieht, aha, das ist ein Kind, das hat individuelle Bedürfnisse, so und so. Man schafft Rahmen, damit dieses Kind sich entfalten kann, ohne Ängste. Das andere ist eher so, der Mensch ist wie eine Blackbox, Reizreaktionsmaschine, da gebe ich bestimmte Belohnungs- und Bestrafungsreize rein und dann kommt ein erwünschtes Verhalten bei raus. So. Ich würde an der Stelle in den Punkt gehen, dass die Pädagogen dann eben entsprechend ja auch ihre Prägung hatten und natürlich selbst geschult wurden und das Bewusstsein an der Stelle gar nicht da ist, das, was du gerade erklärst, eben vernünftig ausleben zu können, also diese Bindung herzustellen. Das Thema Charaktertypologie, ich habe mich da auch mal intensiv mit befasst. Ja. Es nutzt eben nichts, den Kindern oder anders, der Raum kann nur gegeben werden, wenn der Erwachsene so bewusst ist, dass er weiß, was er da an Raum gibt. Ansonsten wird es eben dieses Abdressieren. Also da bin ich komplett bei dir. Und es geht auch nicht darum, bitte, zu sagen, irgendwie die bösen Pädagogen, also das ist ja wieder das falsche Spiel, ja, sondern man muss einfach nur verstehen, die sind, wie du sagst, auch schon durch bestimmte Phasen gegangen, auch geprägt worden, in einem Kontext aufgewachsen worden. Dieses System, in dem wir uns befinden, ist halt schon mindestens 100, 150 Jahre alt. So. Und dadurch haben wir meistens keinen Vergleich. Und ich habe mich dann aber auch mal zum Beispiel mit der Art und Weise beschäftigt, wie andere Kulturen mit ihren Kindern umgehen, also indigene Kulturen. Und da ist es mir sofort klar geworden, was für ein Irrsinn wir hier betreiben. Ja, du kriegst erst den Vergleich, wenn du wirklich mal komplett aus der Matrix hier, aus dieser Käseglocke rausgehst und dir anschaust, wie es andere Kulturen machen. Und dann wunderst du dich nur, aber wiederum auch nicht, weil du verstehst ja, wenn man die Kinder so behandelt und so mit ihnen umgeht, ja, dann kommt natürlich was völlig anderes bei raus, als wenn wir das machen, was wir hier machen, wo die alle im Grunde entwicklungs- und bindungstraumatisiert sind und dadurch im Grunde emotional unreif sind. So, und da habe ich gemerkt, da muss viel mehr aufgeklärt werden über diese einfachen Zusammenhänge. Ja? Und natürlich, was ich dann auch verstanden habe, probiere ich ja selber auch aus. Und ich sehe das ja auch. Und ich kann wirklich sagen, ich sehe den Unterschied. Es ist natürlich, wenn man heute bewusste Elternschaft anstrebt, dann muss man natürlich sich wirklich gut darauf vorbereiten. Es sind ja viele Sachen, um die es dann geht. Aber natürlich, das Wichtigste ist, dass du Zeit hast. Und es gibt so einen schönen Schlüsselsatz. Kinder gehen dahin, wo sie Liebe bekommen. Und Liebe heißt Aufmerksamkeit. Das bedeutet, du brauchst Zeit. Du brauchst ungeteilte Zeit, die du mit dem Kind verbringen kannst. Mehr musst du gar nicht tun. Du musst einfach nur voll präsent da sein. Und nicht so 1000 Sachen parallel, sondern für das Kind da sein. Es setzt aber voraus in dieser verrückten Gesellschaft, dass du Vorkehrungen getroffen hast. Und das ist bei vielen leider nicht der Fall, weil viele sind alleinerziehend und haben diese Doppelbelastung. Ja? Und da fangen die Dramen schon wieder an. Ich hatte ja auch in dem Interview mit Felix gesagt, ist mein Kenntnisstand, etwa 1,4 Millionen Kinder wachsen in Deutschland ohne Vater auf. Das heißt, wir haben ein riesengroßes Thema, was die sogenannte Untervaterung anbelangt. Und der Vater, der Gegenpol, der männliche Gegenpol, wenn der fehlt, sowohl bei Jungs, aber auch bei Mädchen, Katastrophe. Absolut. Katastrophe. Ich habe mich auch erst letztens auf dem Spielplatz mit einer Mama unterhalten und die hat mich dann, war auch alleinerziehend, und die fragte mich dann, kann ich den Vater ersetzen? Habe ich gesagt, nein, das kannst du nicht. Du kannst dich bemühen, wie du möchtest, aber du kannst den Vater nicht ersetzen. Das geht nicht. Ne? Das ist einfach so. Und und es braucht beide Pole. Also ich sage immer, männlich und weiblich sind polare Gegensätze, die einander brauchen. So ist es angelegt von der Natur.
Ja, es ist einfach so, es gehört beides dazu. Was wir momentan sehen, ist in der westlichen Kultur, wir haben eine extreme Verschiebung dieser Urenergien zum Weiblichen hin. Aber nicht zum wirklich Urweiblichen, sondern das, was wir heute unter Verweiblichung sehen, ist eher eine Verweiblichung der Männer und eine Vermännlichung der Frauen. So muss man es vielleicht sagen. Und letztendlich schwächt es beide Pole und die Leidtragenden sind die Kinder. Und das ist mir halt in den letzten Jahren sehr bewusst geworden, gerade auch in der NRC-Zeit, wo ich gedacht habe, nee, das kann so nicht weitergehen. Ja, und da merke ich auch, das ist für mich jetzt so ein Thema, wo ich mehr machen werde und mache auch jetzt schon mehr mache, weil es einfach notwendig ist, weil ich einfach verstanden habe, man kann über viele Themen reden, wenn man da sagt, okay, wir wollen die Zukunft positiv gestalten, da kann man Technologien, bla bla, aber das Wesentliche wird immer ausgespart und das ist, wie gehen wir mit Kindern um? Und wir sind in dieser Hinsicht eine sehr kinderfeindliche Gesellschaft, leider. Und wenn man das erstmal verstanden hat, ist es natürlich auch ein kleiner Schock, das zu sehen, dass das, was wir mit Kindern machen, eigentlich Gewalt ist. Wird so nicht gedeutet, weil wir es alle so machen. Das ist ja das Normopathische, das wirklich Krankhafte. Aber es ist pure Gewalt, was wir Kindern in jungen Jahren schon antun. Und wundern uns dann, dass sie eben sich dann nachher so verhalten, wie sie sich verhalten. Dass dann so eine was weiß ich, Smartphone-Sucht entsteht. Oder dass sie sich in der Pubertät abwenden und so weiter. Das ist alles schon Auswirkung von, ich sag mal, Fehlprogrammierungen und Traumatisierungen, die wir aber selber nicht so wahrnehmen. Das ist das Problem. Meine Einladung an dich, nochmal etwas mehr darüber zu erzählen, was als nächstes von dir kommt. Denn ich weiß ja, dass im Hintergrund arbeitest du an einigen Dingen zum Thema Bildung und eben diesem wichtigen Herzthema letztlich, die Kinder. Ganz genau. Naja, ich sag mal so, die Kinder, also wer sich mit Kindern beschäftigt, das ist eigentlich die Königsdisziplin. Und ich merke es bei mir selber auch. Ich habe damals, als ich in der Erwachsenenbildung angefangen habe, habe ich mit die Zuschauer, die da waren, das waren 80-Jährige, teilweise bis 90. Ja. Und im Laufe der Jahre ist mein Publikum immer jünger geworden. Ich habe ja dann auch noch viele Jahre Heilpraktiker ausgebildet und ich konnte immer mehr beobachten, wie meine Schüler immer jünger werden. Ja, also dann waren es 50-Jährige, 40-Jährige, 30-Jährige, dann so die 20-Jährigen. Und ich merke langsam, ich werde wirklich dahin geführt zu den jungen Menschen. Und das ist auch gut so. Und ich merke, ich will da auch hin, weil diejenigen jetzt, sage ich mal so Anfang 20, die jetzt gerade es noch vor sich haben, Familie zu gründen, das ist eigentlich, die wichtigste Generation. Weil die könnten es anders machen, wenn sie das Wissen hätten. Ja. Ja. Und natürlich Kinder selber, das ist Königsdisziplin. Also wenn man wirklich einen hohen Anspruch hat und auch weiß, was es bedeutet, einen Menschen großzuziehen. Ja? Also wenn man den Vergleich zieht zu unseren Vorfahren, auf welchem Bewusstseinsniveau die sich bewegt haben, dann ist es eigentlich nur peinlich, was wir heute hier machen. Kann man nicht anders sagen. Es ist einfach nur peinlich, also beschämend sogar. Deswegen merke ich, die Jugend, die jungen Menschen ist die Zukunft. Das ist immer die Zukunft, ja. Das ist für jede Art von Gesellschaftsform. Nur es muss ganz schön viel erstmal noch, ich sag mal, Wissen her. Und ich muss wirklich sagen, es ist ein Unterschied für mich zwischen Wissen und Information. Es wird viel erzählt, wir sind Informationszeitalter, bla bla, aber Wissen ist das, was dich in deinem Wesen berührt, was deine Seele zum Leuchten bringt, was du spürst. Das nimmst du auch ganzheitlich auf, das fühlst du. Information ist was für den Kopf. Das, ja, kann man sich so ein Konzept irgendwie. Und es ist eigentlich gar nicht so schwer, zur Seele zu sprechen. Das kannst du aber nur, wenn du selber berührt bist von diesen Themen. Und ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste, ja, also auch die Priorität darauf zu richten oder den Schwerpunkt darauf zu richten, dass wenn wir wirklich eine Veränderung wollen, ja, jetzt viele sind erstmal unzufrieden, das ist auch schon mal gut, aber das reicht ja nicht, sondern da müssen wir erkennen, wo müssen wir ansetzen? Und das ist immer im Bereich Kinder und Bildung, das ist der Schlüssel. Das ist alles andere ist sekundär, alles andere ist dann sozusagen nur die Folge. Ja, und dafür müssen wir aber erstmal bei uns selber ansetzen. Ich habe mal so ein Konzept, sag ich mal, für mich entwickelt, wie kann man diesen, ich nenne es den Teufelskreis der Normopathie durchbrechen. Ja, und das sind im Grunde vier Stufen oder vier Schritte, an denen du ihn aufknacken musst. Du fängst erstmal bei dir selber an, klar, dass du dir selber eingestehst, was in deinem Leben sozusagen traumatisch war,
was dich auch vielleicht heute beeinträchtigt, in bestimmten Situationen wohlgemerkt, ist der erste Schritt, bevor du überhaupt anfängst, eine Familie zu gründen. Weil sonst nimmst du diese ganzen Dinge mit und gibst sie unbewusst weiter. Das geht nicht anders. Es ist einfach so. Das Unterbewusstsein ist sehr, sehr, sehr mächtig. Ja. Das kann man nicht einfach so ausblenden. Ne? Und dann geht es eben los, wie bringe ich die neuen Kinder in die Welt? Das fängt bei der, ich sag mal, bei der Zeugung an, bei der Schwangerschaft, dann bei der Geburt, die ja bei vielen auch noch traumatisierend war. Und dann geht es los mit dem ganzen Thema Fremdbetreuung beziehungsweise frühkindliche Trennungs- und Bindungstraumatisierungen. Ja, weil eben die Eltern sagen, ah, wir müssen aber beide arbeiten, es geht sonst nicht. Und dann müssen sie die Kinder, das machen sie nicht gerne. Also das habe ich auch schon gehört, in irgendwelche Einrichtungen geben. Und das sind so, da zeigt sich eigentlich, wie armselig unsere Gesellschaft ist. Geld für Kriege ist da, aber um Familien zu unterstützen, damit wirklich die Eltern, sagen wir, die Zeit mit ihren Kindern verbringen können in den prägenden Jahren, da ist kein Interesse dran. Klar, ich verstehe auch, warum das so ist, aber da müssten wir ansetzen. Und dann natürlich diesen ganzen Zwang, der ausgeübt wird, sprich Schulzwang, ist nicht zeitgemäß, weil die Schule, wie wir sie heute haben, ist natürlich ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert und der Anspruch der Schule damals war Dressur, das heißt, wir wollten Industriearbeiter und Soldaten haben, die auf Befehle gehören. Wir haben heute so komplexe Aufgaben und Problemstellungen, die können wir mit dieser Art von Dressur natürlich nicht lösen. Wir müssen heute völlig anders denken lernen. Also viele Menschen haben wirklich Schwierigkeiten, mit Komplexität umzugehen. Mhm. Mir fällt das mittlerweile nicht mehr schwer. Ich habe das, merke ich sehr früh, ich konnte ich damit umgehen und ich habe das dann auch, sage ich mal, in den letzten Jahren durch die ganzen Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, immer mehr verfeinert. Aber ich merke, es fällt vielen Menschen schwer, so einfache Zusammenhänge herzustellen. Das ist aber notwendig, um erstens überhaupt zu verstehen, mit was wir es hier zu tun haben und zweitens, wo können wir die ansetzen. Das heißt, wir brauchen wirklich eine andere Art des Denkens, eine andere Art der Wissenskultur neben den Inhalten. Also Inhalt ist ja noch ein Thema für sich, klar. Ja. Aber auch, wie wir das Wissen vermitteln. Und wir müssen aufhören, Wissen aus meiner Sicht in Menschen reinzustopfen, zu dressieren, sondern eher im ursprünglichen Sinne der Erziehung. Wir ziehen das, was da ist, wie eine Pflanze. Wir ziehen im Sinne, das Potenzial ist angelegt und wir schaffen Rahmenbedingungen, die das Potenzial herausholen. Und Kinder sind von Natur aus lernbegierig. Die sind neugierig. Das ist ja, sag ich mal, der Drang des Lebens, sich zu entfalten. Unsere Aufgabe ist es, diesen Drang nicht durch Gewalt, durch Zwang, was auch immer, zu unterdrücken. Und auch das, was heute gemacht wird, wirklich mal auch so zu benennen, was es ist. Es ist Gewalt und Zwang. Ja, man kann das nicht schönreden. Und wenn man es tut, dann wird dieser Normopathie-Kreislauf weiter am Laufen gehalten. Und es ist nicht eine Sache, da kommt jetzt jemand daher und macht mit dem Zauberstab so, sondern liegt an jedem von uns, weil wir sind in dieser Gesellschaft ja alle irgendwo inkarniert und haben alle unsere Geschichten mitbekommen. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir in der Lage sind, uns daraus zu befreien. Aber das ist auch ein Prozess, der über mehrere Generationen geht. Mhm. So. Und das war für mich, weil ich ja eh schon seit fast 20 Jahren im Bereich der Bildung unterwegs bin, da habe ich verstanden, ja, weil ich ja merke, was es mit mir gemacht hat. Ich bin ja wirklich systematisch durch so viele Themengebiete durchgegangen und habe gemerkt, was es mit mir, mit meinem Weltbild, mit meiner ganzen Sichtweise auf die Dinge gemacht hat. Und dann siehst du die Menschen, die nur so fragmentarisches ZDF-Wissen haben, Zahlen, Daten, Fakten, und die sind völlig eingeschüchtert, verängstigt. Die merken, die sind nicht gut vorbereitet auf das echte Leben. Die wurden lange Zeit vom echten Leben ferngehalten, indem sie in irgendwelchen Klassenräumen gesessen haben unter Gleichaltrigen. Und das hat doch nichts mehr mit wirklicher Bildung zu tun. So, und da sind so viele Dinge, an denen man jetzt drehen könnte. Und ich habe dann letztes Jahr für mich gesagt, jetzt mache ich mal einen wichtigen Schritt, ich gründe so eine Bildungsakademie, um einfach mal nicht nur neue Inhalte, so wie ich sie mir vorstelle, wo ich sage, jetzt geht es um den Menschen, nicht mehr um ein System, sondern es geht jetzt darum, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Jeder Mensch hat seine biologischen, emotionalen Bedürfnisse, und mal da anzufangen und natürlich auch andere und erweiterte Wissensinhalte zu vermitteln. Und es braucht, wie gesagt, auch eine neue Pädagogik, die eben nicht mit Belohnung und Bestrafung arbeitet, sondern völlig anders. Die, also was auch Gerald Hüther und all die Leute, die da schon so viel Vorarbeit gemacht haben, immer wieder sagen, das ist nicht hirngerecht. Ja? Also wir müssen das ganz anders machen. Und das muss viel mehr in den gesellschaftlichen Diskurs hineingetragen werden, dass darüber mehr diskutiert wird, mehr darüber gesprochen wird. Und das ist, merke ich, da fühle ich mich auch berufen für diese Sache.
Ja, dieses ganze Aufklären über irgendwelche Hintergrundgeschichten ist ja alles schön und gut, um zu wissen, wo wir stehen, in welchem Rahmen, okay. Aber damit ändert man auch nichts. Damit kann man höchstens seine eigene Ohnmacht zementieren, wenn man merkt, ja Gott, da gibt es Kreise, die haben die und die Möglichkeiten. Ja, ist okay. Aber wenn du dich auf das besinnst, was du als Mensch wirklich bist, bist du denen ebenbürtig, vielleicht sogar überlegen. Und diese Kraft mal sinnvoll zu nutzen, mit Gleichgesinnten wohlgemerkt. Und das ist ja auch das, was ihr macht, eure Arbeit. Ja? Und es passiert ja durch die C-Krise, sind ja so viele Menschen auch dazu gekommen, die Dinge zu hinterfragen. Und ich kriege ja auch jeden Tag so viele Anfragen zu unterschiedlichsten Themen. Und ich weiß, der Bedarf nach echten Antworten ist riesig, wird immer größer werden. Und ich merke ja auch, es gibt schon so gewisse Megatrends, die sich abzeichnen. Dazu gehört unter anderem Gesundheit, dazu gehört Selbsterkenntnis oder Persönlichkeitsentwicklung und dazu gehört auch Bildung. Das sind Megatrends. Ja. So. Und in diesen Trends bin ich ja auch schon unterwegs und merke, ja, das wird noch so viel zu tun geben. Und deswegen habe ich halt letztes Jahr für mich diesen Entschluss gefasst, ich gründe jetzt einfach mal ein neues Unternehmen, eine Bildungsakademie, um einfach mal so meine Vorstellung von dem, was ich in den Jahren davor gelernt habe, mal so zusammenzubringen, wie ich mir das sozusagen vorstelle. Und das Schöne ist ja, es kann organisch wachsen. Es ist ja nicht irgendwie so vorgegeben. Ich bin ja auch nicht dogmatisch in der Hinsicht. Und ich merke auch selber, es tut mir so gut, mich mit diesen ganzen Themen rund ums Menschsein zu beschäftigen und sie dort aufzubereiten für die anderen Menschen. Das macht mir sehr viel Freude. Und ja, und das war für mich so auch wirklich ein wichtiger Schritt. Ich habe richtig gemerkt, als ich das gemacht habe, für mich hat sich im Feld was verändert. Ich habe das gefühlt. Es war so wichtig, diesen Schritt zu tun, als ob da so ein Same gesetzt wurde, der sich jetzt ausbreiten kann und ausbreiten darf und ausbreiten wird. Gibt es denn schon eine Homepage dazu und schon irgendwo eine Anlaufstelle? Ja, ja. Also die Akademie ist ja schon am Start. Also die ist seit Ende letzten Jahres, kann man Mitglied werden und die Inhalte wachsen stetig weiter. Ja, also ich habe ja noch so viele Themen, die ich jetzt Stück für Stück aufbereite und das Ganze, muss man vielleicht so sagen, ist in 7 große Themengebiete gegliedert, die letztendlich alle wesentlichen Lebensbereiche abdecken. Ja, also geht es dann zum Beispiel um Themen wie Bewusstsein, Bildung, Spiritualität, aber immer auch so nicht total abgefahren, sage ich mal so, sondern immer auch in Bezug zum Alltag, dass man das also auch für sich so eine praktische Alltagsspiritualität. Na klar. Genauso geht es um das Thema Beziehungen, Partnerschaft, Familie. Es geht um Gesundheit, gesunde Lebensweise. Es geht um Natur und Wissenschaft. Ja? Es geht um gemeinwohlfördernde Projekte. Es geht um Geschichte, Tradition und Kultur. Also, dass wir auch wirklich aus dem Vermächtnis unserer Vorfahren auch schöpfen können. Ja? Und uns dann anschauen, was können wir jetzt in der heutigen Zeitqualität anwenden. Also 1:1 kann man es ja nicht unbedingt transferieren. Aber man kann ja gucken, Mensch, was haben die denn anders gemacht? Weil dieses Wissen ist ja da. Das ist ein riesiger Erfahrungsschatz, der unter Umständen Jahrhunderttausende alt ist, wenn man jetzt die nicht die offizielle Geschichte heranzieht, sondern eben die alternative Geschichtsbetrachtung. Und es geht natürlich auch um das Thema Glück, Berufung und Beruf. Also das heißt, diese Umbruchzeit, wo auch der Arbeitsmarkt sich komplett wandelt, geht es ja auch darum zu schauen, wie kann ich mich vielleicht jetzt mal endlich trauen, mich mit meinen Stärken, mit meinen inneren Berufungen zu positionieren und damit auch eben sich was aufzubauen. Ja. Viele haben ja immer auch diese Angst vor diesem Absprung. Sie klammern sich an das Alte, das wird aber gerade eingestampft. Und irgendwann ist ja der Punkt erreicht, willst du mit untergehen oder willst du den Absprung schaffen? So. Ja. Und dann kann ich nur sagen, trau dich doch. Es ist die beste Zeit jetzt, diesen Absprung zu machen. Ja. Und das sind alles so Dinge, wir sehen es ja, wir sind in einer Auflösungs- und Übergangsphase. So. Und die Frage ist, wie soll die neue Phase, wie soll das Neue entstehen? Und die Trends sind klar ersichtlich. Und die Frage ist nur, zu welchem Trend fühle ich mich berufen? Du hast eine wichtige Komponente vergessen und das sind für mich die freien Medien. Und ich sehe auch das Thema Bildung und die Kinder, die Jugend eigentlich als 2 Säulen neben den freien Medien, denn wenn wir keine vernünftigen Medien haben, die transportiert werden, sondern das Alte immer noch auf die Kinder wieder geschüttet wird, dann kann sich da auch nichts entwickeln. Und wenn es die freien Schulen, die ich
wunderbar finde. Es gibt ja tolle Konzepte, die auch in Deutschland umsetzbar wären. Ja? Wenn wir die fördern würden und das entsprechend über die freien Medien mitpublizieren, dann sind das für mich zwei Geschwisterkinder, die Hand in Hand laufen. Und wenn das dann wiederum die Unternehmer, die ja jetzt auch gerade ihre Prüfung bekommen, sehen, dann haben wir ein stabiles Dreieck. Also ich glaube, das ist ein Prozess, in dem wir uns jetzt tatsächlich gerade befinden, das zu erkennen und mit den Pionieren voranzuschreiten. Und das tun wir ja alle auf unsere Art. Weißt du, was noch richtig spannend ist? Das ist mir auch erst vor einem Jahr klar geworden. Ich habe da zu dem Zeitpunkt ein Buch gelesen, das nennt sich die Leipzig Connection. Mhm. Und als ich das gelesen habe, habe ich verstanden, wie wir es machen müssen. Also ich kann es einfach kurz zusammenfassen, weil das bringt jetzt nochmal auf den Punkt. Da wird nämlich beschrieben, wie wir letztendlich in die heutige Misere gekommen sind. Und das ging von Leipzig aus. Ja. Und zwar Leipzig, Ende des 19. Jahrhunderts, gab es hier einen Professor namens Wilhelm Wundt. Und der war der Begründer der modernen Psychologie. Der war eigentlich Physiologe, Arzt, sehr materialistisch eingestellt und hat im Grunde den Menschen wie ein konditionierbares Tier höherer Ordnung betrachtet. So, das ist ja erstmal noch nicht schlimm, aber der Wilhelm Wundt hatte sehr viele berühmte Schüler, unter anderem auch Iwan Pawlow, der sozusagen als Vater der Konditionierung nachher galt. Der hatte aber auch andere Schüler, die in den Westen gegangen sind, nach Amerika und England. Und diese Schüler, die bei ihm promoviert hatten, haben quasi dieses Denken, dieses materialistische Denken, der Mensch ein Tier und so weiter, mitgenommen und haben letztendlich in Amerika vor allen Dingen im Grunde die komplette Psychologie nach Wunscher Machart aufgezogen und damit aber auch das gesamte Erziehungs- und Bildungssystem hochgezogen. Dann hat sich die Hochfinanz dazugesellt und dann hatten sie quasi unbegrenzte Geldmittel und dann haben sie Folgendes gemacht. Sie haben Anfang des 20. Jahrhunderts eine Modellschule gegründet in New York, die Lincoln School. Und durch diese Schule im Laufe von 40 Jahren sind etwa 100.000 Lehrer gegangen und wurden dort nach diesen Prinzipien ausgebildet. Das heißt, die ganze Pädagogik, wie Menschen zu betrachten wären, also im Sinne von dressierbare Tiere, wurde dort vermittelt. So. Das heißt, ungefähr ein Drittel des amerikanischen Lehrkörpers ist dort ausgebildet worden. So. Und natürlich ist das dann auch nach dem Krieg hier rübergeschwappt und so weiter. Das heißt also, wenn wir diesen Prozess umkehren wollen, müssen wir es genauso machen, nur in die andere Richtung. Das heißt, wir brauchen eine Modellschule, die muss finanziell gut ausgestattet sein und sie muss im Grunde nach einem ganz anderen Verständnis neue Lehrer ausbilden. Oder nennen wir es Lernbegleiter. Müssen nicht Lehrer heißen, kann auch Lernbegleiter heißen. Ja. Wir brauchen andere Bewertungssysteme dann in dieser Modellschule, ja, sowieso, ganz dringend. Sowieso. Diese ganze Testgeschichte mit IQ-Tests und so weiter kommt alles aus dieser Schule oder alles aus diesen Schülern von dem Bund. Und da habe ich erstmal verstanden, wie stark der Einfluss von diesen Psychologen, Pädagogen letztendlich auf die gesamte Gesellschaft ist, in Kombination mit der Hochfinanz, die ihnen eben diese Sachen ermöglicht haben durch die Verlage und durch die entsprechenden Finanzmittel. Aber genauso wie dieser Prozess auch über mehrere Generationen etabliert wurde, gilt es, ihn jetzt umzukehren, genau nach dem gleichen Schema. Ja, wir brauchen Finanzmittel, wir brauchen eine Modellschule, also Konzepte gibt es ja sehr viele, aber da müsste man vielleicht mal das ein bisschen rauskristallisieren. Und es müsste im Grunde eine völlig neue Generation von Lernbegleitern ausgebildet werden, die dann letztendlich mit den Kindern völlig anders arbeiten, weil die ein ganz anderes Menschenbild letztendlich dann haben, ein ganzheitliches Menschenbild. Nicht eben die Vorstellung, wir sind nur fleischdressierte Affen und fertig. Ne? Ja. Und das Interessante ist eben, dass es von Leipzig ausgegangen ist. Ja? Fand ich faszinierend. Und da habe ich auch gedacht, ja, warum sitze ich bloß hier in dieser Stadt? Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir es doch umdrehen. Ich meine, unser Bezug zu Leipzig ist auch deutlich vorhanden. Also deswegen, also das hat mir so nochmal die Augen geöffnet und gezeigt, wie alles letztendlich eine runde Sache ist. Und Zufälle, naja, nicht in dem Sinne, sondern es passt schon alles. Ja. Und es ist jetzt nur eine Frage, wie viele Menschen sich da berufen fühlen und verstanden haben, dass sie erstmal bei sich selber anfangen müssen, sie bei sich selber aufräumen müssen und dann einfach mit Kindern einfach anders umgehen. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Und natürlich kommt dann das ganze Thema auch Mann, Frau sein dazu, weil es geht ja männlich-weibliche Energien, die spielen auch eine große Rolle. Und eben in der heutigen Zeit ist die männliche Energie sehr stark unterrepräsentiert, auch in der Erziehung. Das muss man einfach sagen. Und das sehen wir auch, das Resultat, was dann dabei rauskommt. Deswegen ist dieses Thema auch so zentral und wichtig. Ja.
Weil letztendlich Kinder, die diese Unreife mitbringen, die sind dann unter Umständen auch später nicht mehr beziehungsfähig. Ja? Und dann hast du eben zwar, die Menschen werden sich noch fortpflanzen, aber die Beziehungen werden nicht mehr halten. Und dann hast du noch mehr Alleinerziehende und noch mehr Tragödien. Und das ist eben das Ding. Für alles machen wir irgendwelche Zertifikate und Diplome, aber für das Wichtigste, ich sag mal, wie wir Kinder großziehen, wie Partnerschaft funktioniert, das wird dem Zufall überlassen. Ne? Da kann man dann sozusagen die Sitcoms und die irgendwelche TV-Serien, an denen man sich orientiert, oder irgendwelchen komischen Ratgeber, die letztendlich aber auch wieder sehr, man sagt, ethnozentriert sind, also wirklich nur in der Glocke sind und letztendlich eigentlich auch keine wirklichen Ratgeber sind, jedenfalls nicht für Männer, sage ich jetzt mal so. Ja, und da gibt es also wirklich aus meiner Sicht sehr viel zu tun in diesem Bereich. Das Wissen ist da, es ist nur noch nicht in den ganzen Köpfen verankert. Ja, das ist sozusagen das Dilemma. Dafür bist du unterwegs, dafür sind wir letztendlich als Medien unterwegs und viele andere, ja jetzt zum Glück auch schon. Es gibt ja viele Leuchtpunkte mittlerweile, die wir zusammengekommen sind. Ich möchte mich für heute bei dir bedanken für dieses ausführliche Zeigen und dass wir so einen schönen Ausflug gemacht haben eigentlich von bis. Und wer weiß, ob wir uns nicht einfach dann nochmal wieder haben, um die nächsten Impulse zu den Menschen zu schicken. Vielen Dank also, lieber Raik, für deine Zeit. Sehr gerne. Und ein Lächeln für meine Zuschauer.